ist der mittlere Gott und der Heilige Geist ist der ganz große Gott bei euch. Das heißt, es sind drei Götter. Es widerspricht sich. Warum darf man den Heiligen Geist nicht lästern, aber die anderen darf man lästern? Dürfen wir bei dem Punkt kurz bleiben? Können wir kurz bei dem Punkt bleiben? Natürlich. Okay, also wenn du sagst, dass du ja die Schrift gelesen hast, dann kann ich dir ganz offen ins Herz sagen, wenn du im Kontext liest, ist keiner größer als der andere. Der Einzige, der sich klein gemacht hat, als er Mensch wurde, in der Dreieinigkeit, ist Gott Jesus, der Mensch wurde. Er hat sich erniedrigt und hat sich kleiner gemacht, weil er hier etwas zu erfüllen hatte. Aber nirgendwo im Kontext steht, auch kann man es nicht rauslesen, dass einer größer ist als der andere, auch wenn man den Heiligen Geist nicht lästern darf. Und wenn du es im Kontext gelesen hast, war die Lästerung des Heiligen Geistes etwas, was bezogen war auf die Schriftgelehrten und Pharisäer, die gesehen haben vor ihren Augen, dass Gott Wunder getan hat. Der Geist Gottes hat Wunder getan vor ihren Augen und sie haben trotzdem verleumdet und ihn gelästert. Das kann man nicht verzeihen, weil du vor deinen Augen Gott wirken siehst und trotzdem dagegen ankämpfst. Aber den Vater, das ist ein Widerspruch. Warte, Predator. Also darf du wurdest jetzt nochmal widerlegt. Nee, warte mal. Er hat dich jetzt widerlegt. Ich will jetzt nochmal das widerlegen, was du vorhin angesprochen hast mit diesem Predator, hör erstmal anderen zu. Weil so hör erstmal zu, Predator. Du hast gesagt, ich habe gelogen, okay? Ich werde jetzt die Stelle einblenden. Und du sollst uns, weil die Geschichte kennst du ja noch nicht mal, deswegen blende ich jetzt die Stelle ein. Und ich will, dass du jetzt vorliest, okay? Dass du uns erklärst, warum ich gelungen habe, okay? So. Warte mal. Wenn man so fair ist, einen Moment. Okay, erzähl. Dann gehe ich geschwind mal auch in mein Laptop, ja? Mhm. Und tu mich geschwind mal ins Internet einloggen, weil ich habe das Lukas-Evangelium gelesen gerade. Und ich habe noch hunderte Widersprüche aufgeschrieben. Also einfach auf Google eintippen, Widersprüche der Bibel. Das ja, ich muss aber erst meinen Laptop anmachen. Das kennen wir alle. Aber die Schrift sagt uns in der Bibel, wir sollen prüfen. Deswegen ist das kein Problem. Aber das, was du jetzt sagst, ist eine Unterstellung. Ich nehme nicht die Widersprüche in der Bibel, weil ich lese was. Ich sehe auch, dass Jesus nicht gekreuzigt wurde, sondern jemand anders. Genau. Wir kommen gleich auf den Punkt zurück, aber nur als Antwort ganz kurz. Du sagst, du lest was und siehst die Widersprüche, aber wenn man dich dann danach fragt, sagst du, du weißt es nicht. Richtig. Wie weiß ich nicht? Ich habe dir doch gerade gesagt, dass im Lukas-Evangelium... Naja, Mensch hat dich nach der Geschichte gefragt und du hast gesagt, du weißt es gerade nicht. Also, du sagst einerseits, dass du alles gelesen hast und dann, also wenn ich etwas lese, dann weiß ich es auch. Es geht doch um den Streit mit den Pharisäern, oder? Genau. Oder nicht? Also, das habe ich ja gelesen, ja. Und dann hat Jesus wieder mal ein Gleichnis aufgestellt, was mir zu viel ist. Es sind so, wieso? Das ist ein Gleichnis hier. Natürlich ist es ein Gleichnis. Ich habe drüber gelesen, es ist ein Gleichnis. Das habe ich im Kopf. Ich kann nicht alles im Kopf haben, weil ich das Lukas-Evangelium nur einmal gelesen habe. Ich werde es noch zwei, drei Mal lesen und werde noch mehr Fehler finden. Was ich dir empfehlen würde, genau, weil manche Erkenntnis kommt erst, wenn man es öfter liest. Guck mal, ich sag euch noch einen Riesenfehler. Darf ich noch was sagen? Nee, lass uns erstmal bei dem Punkt bleiben. Wir arbeiten das Stück für Stück ab, weil sonst ist es ein gewisser Salat hier. Richtig. Wir klären jetzt den ersten Punkt mit dem Senfkorn. Warum habe ich gelogen, als ich gesagt habe, aus dem Senfkorn wird ein Baum, das so groß sein wird, wo die Vögel raufkommen werden? Du hast gesagt, ich habe gelogen. Erzähl mal, warum ich gelogen habe. Aber jetzt hast du es doch schon gesagt. Jesus sagt, ein Senfkorn wird wie ein Baum. Ist doch eindeutig. Verstehst du das nicht? Ein Senfkorn wird wie ein Baum. Wie kann ein Senfkorn wie ein Baum werden? Da brauche ich mir gar nicht einloggen mehr. Du sagst es doch gerade selber. Also, ich weiß nicht, ob du nicht in der Lage bist, zuzuhören oder mich zu verstehen. Okay, du hast vorhin gesagt, ich habe gelogen. Du sollst mir erzählen, warum ich gelogen habe. Ich habe gesagt, aus dem Senfkorn wird ein Baum. Und dieser Baum wird so groß sein, ja, dass Vögel hinaufkommen werden. Das habe ich gesagt und du hast gesagt, ich habe gelogen. Jetzt sollst du uns erzählen, warum ich gelogen habe. Jetzt bist du dran, du kannst dich entstummen. Und weil du kanntest ja noch nicht mal die Geschichte, okay? Aber ist okay, das vergebe ich dir. Jetzt erklär mir, warum ich gelogen habe, als ich das gesagt habe. Jetzt kannst du dich entstummen und uns das erklären. Dankeschön. Predator, entstumm dich und erklär uns, warum ich gelogen habe. Weißt du, wie das geht? Ja, ich weiß schon, wie es geht. Es geht darum, dass ein Senfkorn, hier sagt Jesus eindeutig, dass ein Senfkorn so groß wird wie ein Baum. Und jetzt, du hast mich widersprochen und hast gesagt, dass das da nicht steht. Das steht eindeutig hier drinnen, klipp und klar. Jeder kann lesen, jeder hat ein Gedächtnis, ein Gehirn
um zu sehen, dass das, was du gerade vorgelesen hast, ich brauche nicht mal reingehen ins Evangelium mehr, weil du es gesagt hast, ins Lukas-Evangelium, du hast gerade gesagt, dass ein Senfkorn so groß wird wie ein Baum. Also Jesus hat keine Ahnung. Ein ich Senfkorn blende ich die Stelle ein. Okay. Okay, warte mal, ich blende die Stelle ein. Ja. Du hast es doch gerade vorgelesen, brauchst du nicht. Doch, hier, ich blende das ein, damit jeder sieht, wer von uns beiden lügt, okay? Hier. Data, ich gebe dir etwas fürs Leben mit, einfach nur kurz reingeworfen. Genau, ich stimme dich mal kurz. Ruhig bleiben, weil dann lernt man am besten. So, man weiß hier nicht, wie man dran ist, zuhören einfach. Und dann genau, einfach ich schließe jetzt. Dieses ist Predator, bitte stumm dich, bitte. Sonst werde ich dich kicken, Predator. Ich weiß, dass du willst, dass ich dich kicke, damit du flüchten kannst, aber ich will dir diese Ehre nicht geben. Stumm dich einfach und dann danach kannst du reden, okay? Dankeschön. Ich habe recht, gerade stumm mich. Okay, stumme dich, genau. Dankeschön. So, hier steht, dieses ist zwar von allen Samenkörnern das kleinste, wenn es aber wächst, so wird es größer als die Gartengewächse und wird ein Baum. Nicht es wird wie ein Baum, sondern aus diesem Senfkorn wird ein Baum entstehen, so dass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Jetzt erklär mir, warum ich gelogen habe, als ich dir das hier erklärt habe. Dankeschön. Aber du hast es ja gelesen, deswegen werde ich gar nicht reingehen. Ja? In einem anderen, in einer anderen Bibel steht es ein bisschen anders. In der Innsbrucker Wissenschaft steht es anders. Aber. Okay, danke, dass du da warst. Das ist Zeitverschwendung. So. Innsbrucker was? Das ist Zeitverschwendung. Also, das ist Zeitverschwendung. Oh, das ist Energieverschwendung, einfach sowas, ja, wirklich. Leute, versteht es nicht falsch, wenn man jemanden kickt, aber wenn jemand eine Frage in den Raum wirft, dann eine Antwort bekommt, dann versucht zu interpretieren und dann. Wenn man eine Antwort dazu gibt und auch noch die Bibel nimmt und er dann anfängt, irgendwelche Innsbrucker Sachen zu nennen, macht am Ende wirklich keinen Sinn. Und man will hier keine Verwirrung stiften oder sonst was oder Streit. Man will wirklich hier im Inhalt bleiben. Deswegen jeder ausreden lassen, jeder zuhören, damit man auch daraus lernen kann. Weil es bringt nichts, wenn jeder sich anschreit oder nicht zuhört oder sonst was. Zuhören, qualitativ über den Inhalt reden und dann kann auch jeder davon etwas mitnehmen. Richtig. Also er kam hier hoch, ne, hat irgendwas gelabert. Man hat ihn gefragt, okay, erzähl uns die Geschichte. Er meint sogar, er hat das gelesen. Hat er nicht gesagt? Er meinte, er hat gelesen. Erzähl uns die Geschichte. Okay. Dann will ich ihm das erklären. Er redet die ganze Zeit dazwischen und sagt, dass ich gelogen habe. Okay, und jetzt hat ihn Dede widerlegt mehrmals. Und jetzt habe ich die Stelle eingeblendet. Ich habe ihn klipp und klar nochmal vorgelesen. Da stand genau das, was ich gesagt habe. Was sagt er? Er hat irgendeine komische Übersetzung gelesen und will wieder, weißt du, das ist immer wieder das Gleiche, immer wieder das Gleiche. Das ist genau der gleiche Geist, der in diesem Menschen. Wortwörtlich, er hat es gerade gelesen, meinte er sogar. Er hat es gerade gelesen. Richtig. Weißt du, das ist so eine Zeitverschwendung mit solchen Menschen, Alter, das ist nicht mehr normal. Aber was soll man machen? So. Geschwister, Leute, alle, die gerade zuhören, ich muss leider losgehen, aber abends bist du ja wieder drinnen, ne? Ich werde dann wahrscheinlich, so Gott will, auch wieder reinkommen. Okay, Bruder. Ja, weil genau, ich bin abends so gegen 21 Uhr bin ich drin. Bis 0 Uhr. Okay, perfekt. Dann sehen wir uns alle später und denk dran, einfach zuhören. Also ich hab's wirklich auch für mich. Ich hab nicht immer an Jesus geglaubt. Erst als ich angefangen habe, weil ich hatte so viel Einfluss von außen, fangt an in Ruhe zu lesen, unvoreingenommen, als ob ihr wirklich ein Buch liest und dann geht wirklich im Kontext drauf ein, was dort steht. Ihr braucht nicht mal interpretieren. Liest das, was ihr liest, im Kontext. Und seid immer ruhig, wenn ihr in einen Livestream kommt, hört den anderen zu, lernt daraus, weil dann kann man auch wirklich darüber reden. Und am Ende kann jemand den anderen vielleicht was beibringen, aber hört zu, redet langsam, lasst den anderen ausreden. Nur jemand, der im Unrecht ist oder Panik hat, unterbricht die ganze Zeit und schreit rum. Einfach nur, richtig, um euch ans Herz zu legen. Richtig. Deswegen, bis später, Leute. Ich hab euch alle lieb. Bis später, Bruder. Ja. Ciao. Ciao, ciao. Guten Morgen zusammen. Wunderschönen guten Morgen. Wie geht's? Alles gut? Alles bestens, alle Ehre dem Herrn. Und dir? Mir auch, danke dir. Ich habe mal eine Frage an diesen Predator. Ist er noch drin, oder? Er ist noch hier drin, ja. Also er hat dich auf jeden Fall. Also was ich ja gerne mal sagen würde, ist, dass entweder du glaubst Sachen, die in der Bibel stehen, oder du glaubst sie nicht. Ne? Richtig. Also das ist ja ein Glaube. Ja. Und wenn du jetzt immer den Fehler suchst im Heuhaufen, um Widersprüche zu finden. Im Endeffekt, in der Bibel steht ja auch, Jesus hat
einen Blinden wieder sehen lassen. Jesus hat viele Wunder verbracht. Jesus konnte aber auch ein Senfkorn zu einem Baum machen. Jesus konnte auch ein Senfkorn zu einem Berg machen. Entweder du glaubst das oder du glaubst das nicht. Es zwingt dich keiner, an Gottes Wort zu glauben. Aber du solltest es tun, so wie es Jesus gesagt hat. Denn nur wer an seine Worte glaubt, wird das Licht sehen. Verstehst du das? Und wenn du hier reinkommst in so welchen Streams und hier, ich weiß nicht, was deine Mission ist. Die Leute hier glauben an Gott. Sie glauben an Jesus. Sie glauben auch, dass Jesus Gott ist. In menschlicher Form. Ja? Und wenn du das mit deinem Intellekt nicht verstehen kannst, weil das ist eine komplizierte Sache und dazu muss man auch glauben können. Und wenn du das nicht kannst, warum tust du deine ganze Energie da reinsetzen, reinzukommen in irgendwelchen Streams und gläubige Menschen irgendwie zu beweisen, dass unser Glaube Schwachsinn ist? Du beleidigst uns damit. Wir glauben daran. Lass uns unser Glaube. Geh doch zu den Muslimen und nerv die damit. Warum kommst du zu uns rein? So, das wollte ich nur sagen, Bruder. Ich muss jetzt wieder auflegen, weil ich muss mit meiner Frau einkaufen gehen. Ich komme aber nächstes Mal noch mal rein, wenn du möchtest, ja? Gerne, Bruder. Gott segne dich, ja? Danke dir, euch auch. Dankeschön, Bruder. Bleib gesund. Ja, Bruder, pass auf dich auf. Ciao. Ja, Predator, also das war auf jeden Fall nicht nice von dir. Und ich hoffe wirklich, dass du dein Herz verlierst. Ich meine, jemand, der wirklich meint, er muss googeln, um irgendwelche Widersprüche zu finden. Ne? Du bist nicht mal in der Lage, ein Gleichnis wiederzugeben, was du ja angeblich gelesen hast, aber das dann als Widerspruch verkaufen und gegen Jesus schießen und weißt du, das ist also, das nennt man leider Torheit, das ist Dummheit. Okay, ich will wirklich, also bei allem Respekt, ja, die Bibel sagt, dass die Furcht des Herrn ist der Anfang an Weisheit, okay, und auch an Erkenntnis und so weiter. Aber wenn du trotz deines Wissens, ja, wenn du trotz deines Alters und so weiter und so fort so herangeht an das Wort Gottes, nicht, wir reden nicht mal über irgendein Buch oder so, wir reden über das Wort Gottes, was über deine Seele entscheiden kann, ne? Und wenn du so herangehst und dann sagst, das ist ein Widerspruch und das ist, ergibt für dich keinen Sinn und bla bla bla, Bro, das ist also, naja, okay. Jemand hat gerade bei mir geklingelt, ihr könnt jetzt kurz reden, bis ich da bin. Ja, ich kann viel. Was geht, Rev? Alles klar bei dir? Alles bestens, Gottes Segen, mein Bruder. Wie geht's? Warte. Gut, Mann, und dir? Alles gut. Ich habe lange nicht mehr von dir gehört, war lange nicht mehr in deinem Stream und dachte, ich komme heute mal spontan rein. Wir haben heute eine Veranstaltung, an der ich teilnehme in Köln, ein Worship Day. Und ich dachte, ich hinterlasse erstmal hier mächtigen Gottes Segen an alle und wollte vor allen Dingen auf einen Vers aus der Bibel, beziehungsweise ein Kapitel aus der Bibel, was sehr selten erwähnt wird, aufmerksam machen, was Jesus angeht, aus dem Alten Testament, nämlich aus dem Buch des Propheten Micha, und zwar Kapitel 5. Jo, Bruder, ich habe gerade nicht geredet, gerade haben zwei Jehovas bei mir geklingelt, ja, ohne Spaß. ich mach Tür auf, da stehen zwei Jehovas vor meiner Tür, Bruder, ja. Oh Mann, aber ich habe ein bisschen zugehört, was du gesagt hast. Ja, aus dem Buch Micha, Kapitel 5, ne? Mhm. Vers 2? Das Buch des Propheten Micha, Kapitel 5, Vers, ja doch, aber sogar ab Vers 1. Ja, Da ist es ja, doch dir Bethlehem im Gebiet der Sippe Ephrat lässt der Herr sagen, so klein du bist unter den Städten in Juda, aus dir wird der künftige Herrscher über mein Volk Israel kommen. Sein Ursprung liegt in ferner Vergangenheit, in den Tagen der Urzeit. Da spricht man ja von Jesus, seiner Geburt schon, das ist, was Gott selber offenbart, dass er den Retter schicken wird und dass dieser Retter schon aus vergangenen Zeiten geschaffen wurde, dass er schon vorher existiert hat. Und im Kapitel 2, was du erwähnt hast, sagt er, der Herr gibt sein Volk den Frieden preis, den Feinden preis, bis eine Frau den erwarteten Sohn zur Welt bringt. Na, das heißt, er prophezeit schon das Kommen von Jesus und nicht nur, dass Jesus geboren wird, sondern dass Jesus schon aus alter Zeit, dass er schon vorher da war, ja, was viele immer nicht verstehen. Ne? Richtig, richtig. Ja.
Das ist eigentlich nur eine kurze Sache. Hauptsächlich bin ich im Stream reingekommen, um einmal alle zu grüßen, Gottes Segen zu schicken. Ich liebe euch alle, möge der Herr mit euch sein und über euch wachen, in Jesus Christus Namen. Amen, Bruder. Amen. Danke für deine Worte, Bruder. Hallo? Danke. Hallo? Ja? Hallo, darf ich jetzt auch was dazu sagen? Na klar, doch. Sie haben gerade diesen Vers von der Bibel vorgelesen, dieses Gleichnis über dem, Samenkorn da. Schieß mich tot. Du hast als ein Gleichnis dargestellt, richtig? Ja. Du hast gesagt, das wäre ein Gleichnis. Allerdings hast du da einen Riesenfehler gemacht. Du hast selber gesagt, dass der Jesus sagt, es wird ein Baum und nicht wie ein Baum. Ein Gleichnis würde heißen, es wird wie ein Baum. Aber da wird ganz klar gesagt, es wird ein Baum. Also Das, was du da propagierst, kann nicht richtig sein. Ich glaube, du hast da Missverständnis gemacht. Weil ein Gleichnis würde heißen wie ein Baum und eine klare Aussage, was du vorgelesen hast, du hast es selbst nochmal explizit angedeutet, wie es wird ein Baum. Also das ist kein Gleichnis, Kollege. Sorry, aber das ist nicht richtig, was du da erzählst. Okay, lies mal bitte Vers 31, wenn du das ja vor dir gerade hast. Lies mal Matthäus. Du brauchst es nicht lesen, du hast es gerade gelesen. Du hast es gerade gelesen, ich mische mich da nicht ein. Du hast gelesen, du hast gesagt, es wird ein Baum. Der sagt ganz klar, hast du gesagt, er sagt nicht, es wird wie ein Baum, sondern es wird ein Baum. Und ein Baum, das ist kein Gleichnis. Es wird wie ein Baum, das wäre Gleichnis. Okay, soll ich es nochmal vorlesen? Das ist grammatikalisch, das kannst du grammatikalisch gar nichts anderes darstellen als klare Aussage, dass aus diesem Korn ein Baum wird. Okay, soll ich jetzt vorlesen nochmal für dich oder wie? Ja, lese es vor. Okay, mache ich, okay? Abgesehen davon, dass dein Argument das Argument von Predator komplett widerspricht, weil Predator hat etwas komplett anderes gesagt, nämlich er meinte, dass dieser Senfkorn... Nein, sorry, ich habe nur gesehen, was du gelesen hast. Ich weiß, dass grammatikalisch, Grammatik, da gibt es Regeln, da gibt es Axiome in der Grammatik. Und in der Grammatik ein Gleichnis bezeichnet wurde, wie ein Baum bezeichnet, sollte so bezeichnet werden. Und das ist eine klare Aussage, da steht, es wird ein Baum. Okay. Kannst du dich mal bitte stumm? Ja, kann ich machen, gerne, ja. Dankeschön. So. Dankeschön, dass du dich stummst. Ja. Hier ist dieses Kapitel, Matthäus Kapitel 13, okay? Hier, Vers 31, was steht da? Ein anderes was? Gleichnis. Schon mal widerlegt, okay? Das hatte ich ja jetzt schon mal widerlegt. Aber ich weiß, dass du das noch nie gelesen hast. Aber ist okay. Ein anderes Gleichnis legte er, in Klammern Jesus, ihnen vor und sprach. Jetzt spricht er über das Reich Gottes. Das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn. Siehst du, also er vergleicht das Reich Gottes mit einem Senfkorn. Das ist das Gleichnis, was du wahrscheinlich noch nie gelesen hast, okay? Ja, dass ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Dieses ist zwar von allen Senfkörnern das Kleinste. Wenn es aber wächst, so wird es größer als die Gartengewächse. Warum? Und wird ein Baum. Nicht wird wie ein Baum, sondern aus diesem Senfkorn wird ein Baum. Das ist ganz einfach zu verstehen. So dass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Aber weder du hast jemals diese Geschichte gelesen, noch Predator hat jemals diese Geschichte gelesen. Ja, aber ihr kommt hier hoch und wollt das als Widerspruch verkaufen und wollt sagen, das ergibt keinen Sinn? Nee, Bruder. Ich glaube, ihr seid nicht fähig, erstens das Wort Gottes zu lesen und ihr seid auch nicht fähig, das Wort Gottes zu verstehen. Alles, was du hättest machen müssen, ist einfach nur diesen Vers hier lesen, aber das wolltest du ja nicht lesen. Ja, und der Bruder wusste auch nicht mal, was da steht. Ja, aber hier steht klipp und klar, dass es ein Gleichnis ist und dass er hier klipp und klar das Reich der Himmel mit einem Senfkorn gleichgestellt hat. Das ist das Gleichnis. Deswegen danke, dass du da warst, okay? Und danke, dass du meine Zeit verschwendet hast, dass man, ich glaube, wenn es geht, es wäre fair, dass ich auch was dazu sage, wenn du fertig bist. Einfach so kicken, das wäre nicht fair, denke ich. Okay, dann sag mal was dazu. Sag mal was dazu. Okay, bitte. Und zwar das, was du jetzt gerade vorgelesen hast. Entweder kann sich dein Jesus nicht richtig artikulieren, weil wenn du sagst, er sagt, das ist ein Gleichnis, aber stellt es als ein Fakt.
wenn er sagt, es ist ein Gleichnis, und wenn er ein Gleichnis ausspricht, grammatikalisch, dann sagt, darf er nicht sagen, es wird ein Baum, sondern es wird wie ein Baum. Vielleicht hat er da den ersten Teil als Gleichnis gemeint und das zweite, diese, was hast du da, wie hieß dieser Samenkorn, was du gerade erwähnt hast, das ist nicht der kleinste von allen, es gibt auch noch kleinere. Also das ist auch also schon mal wieder. Nochmal, da, in dem Gleichnis geht es nicht darum, den Senf. Ja, aber es stimmt von allen Samenkörnern oh, das Kleinste. Das ist aber nicht das Kleinste. So. Erstens, in dem Gleichnis geht es nicht darum, einen Senfkorn mit einem Baum zu vergleichen, sondern es geht darum, einen Senfkorn mit dem Reich Gottes zu vergleichen. Okay? Und das hat er hier gemacht. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Reich Gottes gleicht einem Senfkorn. Das heißt, in diesem ja, Gleichnis das, geht es darum... Hören Sie, das habe darum, ich verstanden, das brauchst du mir nicht wiederholen. Okay, ich habe dir gerade gesagt, wenn er das als ein Gleichnis darstellt... Danke, dass du da warst, danke, dass du da warst. Oh Mann, Alter. Riff, lädt einfach ab, ich habe aus Versehen geschickt. Ich habe auch aus Versehen Dings hier gekriegt. Aber Leute, ihr seht, diese Leute, ja, die erstens, die hören nicht zu, die reden einfach dazwischen, ja, und egal wie oft du das erklärst, ja, sie wollen nicht verstehen. Hier steht klipp und klar, dass Jesus den Senfkorn mit dem Reich Gottes vergleicht. Hier sagt er doch, das Reich Gottes oder das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn. Alles, was man machen muss, ist, man muss einfach nur das hier lesen, damit man hier alles versteht. Aber die wollen es gar nicht verstehen. Weißt du, und das ist genau das Problem, dass solche Leute, die haben gar kein Wissen, null Wissen. Ja, der hat sich angehört, der ist mindestens 50, 60 Jahre alt oder so. Und trotzdem nimmt er sich nicht mal eine Minute Zeit, um das zu verstehen. Okay, und das ist das Problem. Es ist eine Zeitverschwendung, mit solchen Menschen zu reden. Und solche Menschen werden leider Gottes in der Hölle aufwachen. Und das wird auf jeden Fall eine Tragödie sein, weil sie einfach nur... nicht, die sind einfach nicht weise, das ist Dummheit, sagt die Bibel. Bei allem Respekt, aber so etwas ist einfach nur Dummheit. Mehr kann man dazu nicht sagen. So. Shalom und Gottes reichen Segen, bis deinem Herrn. Shalom, shalom, wunderschönen guten Tag. Guten Was Tag. Liegt dir auf dem also, ich wollte noch mal einen Satz zu dem letzten Kandidaten sagen, der da war, der meinte ja, das Senfkorn ist nicht das kleinste unter den Körnern. Klar, da müssen wir aber auch betrachten, zu wem sprach Jesus, zum Volk, zu der Juden, zur damaligen Zeit. Und es waren Gewächse, die er ihnen da genannt hatte, mit denen sie vertraut waren. Darum ist es ein Gleichnis, wie du schon gesagt hast, ein Gleichnis zum Verständnis, damit sie es besser verstehen. Und das Senfkorn ist das kleinste Korn gewesen bei den Juden, welches sie gepflanzt haben. Ganz einfach. Zweitens mal verstehe ich eins nicht, dass, und das ist kein Angriff oder keine Anklage, dass wir Christen in unserem Stream extra erwähnen müssen, dass Jesus kein Muslime war. Das haben wir gar nicht nötig. Erstens mal, und da möchte ich kurz ausholen, Allah ist nicht unser Gott. Ja, wir haben einen Gott, der einen Sohn hat, das haben die Muslime nicht. Also ist dieser Gott nicht der gleiche Gott, den die Muslime haben. Und mein Jesus ist auch nicht dieser Isa, von dem die Muslime sprechen. Denn mein Jesus ist für mich ans Kreuz gegangen und ist für meine Sünden gestorben und ist am dritten Tage wieder auferstanden. Und deren Isa hat genau das nicht getan. Also sprechen wir nicht von dem gleichen Gott und auch nicht von dem gleichen Jesus. Danke. Richtig, das kann ich dir, da kann ich nur zustimmen. Und wie du sagst, es ist wirklich sehr, sehr traurig, dass ich es sogar hier im christlichen Stream extra schreiben muss, dass Jesus kein Muslim war. Ja, da hast du komplett recht. Ne? Und der Grund, warum ich das mache, ist einfach nur, um die Muslime wach zu rütteln, ne? Damit die sehen, hey, ich dachte, er ist ein Muslim. Dann einfach damit man mit ihnen ins Gespräch kommt, ja. Damit ich ihnen sage, hey, dieser, ich weiß, du denkst, dass Isa Jesus ist und so, aber glaub mir, du wirst angelogen. Das ist mein Ziel. Aber eigentlich, du hast recht, es ist wirklich traurig. Sehr, sehr traurig, genau. dass ich es wirklich machen muss. Genau, das ist traurig. Ja. Schockierend eigentlich, dass wir sowas noch für uns annehmen müssen und uns damit auseinandersetzen müssen, obwohl wir genau wissen, dass es nicht so ist.
Aber ich verstehe das natürlich und wie gesagt, gar keinen Angriff, Bruder, nicht falsch verstehen. Nee, ich wollte nur einmal ja, klarstellen. Korrekt, Bruder. Also ich danke dir auch dafür. Du hast komplett recht. Alles, was du gesagt hast, du hast recht. Dankeschön. Also, ich wünsche euch noch gottesreichen Segen, ihr Lieben, und höre gerne von unten weiter zu. Gottes Segen, Bruder. Ja, hallo, guten Morgen und Gottes Segen an alle. Wunderschönen guten Morgen, Bruder. Ich habe eine Frage, also ich habe schon zwar eine Antwort darauf gehört, aber ich wollte nur mal fragen, ob das richtig wäre. Mhm. Kennt ihr Ezekiel 23:20? Nicht auf dem Kopf. Was steht da? Schwer zu erklären jetzt. Da geht es um irgendeine Geschichte von Frauen, die gelüstet haben auf den Glied von den Eseln. Und da beschweren sich halt sehr viele Muslime darüber, dass sowas in der Bibel steht. Und ich habe das erklärt bekommen von einer Person und die sagt halt, dass es metaphorisch gemeint ist, dass die zwei Frauen einmal Jerusalem sein sollen und die andere, wie heißt die Stadt nochmal? Syrien, und die haben halt nach anderen Göttern gelüstet. Mhm. Ja, da hast du richtig gehört. Also Muslime, ist klar, dass sowas von Muslimen kommt. Das Buch Ezekiel, okay? Es ist ein Buch des Gerichts gegen Israel. Okay, und in diesem Buch spricht Gott mehrmals, also Ezekiel, seine Mission war es ja, gegen sie zu, das Volk zu warnen und so weiter und so fort, okay? Weil Gott ja angedroht hat, etwas anzutun. Deswegen hat ja Gott sogar, ich glaube im Kapitel 18, ist Gott sogar auf deren Aussage eingegangen, wo die meinten, wo Gott dann extra erklären musste, dass kein Sohn für die Sünden seiner Eltern sterben muss und so weiter und so fort. Ja, weil die Juden ja so eine Einstellung hatten und gesagt haben, hey, Gott bestraft uns ja sowieso, also sündigen wir weiter. Ja, also das komplette Buch Ezekiel, wenn du liest, es ist einfach nur ein Buch des Gerichts gegen Israel. Und in diesem Kapitel Ezekiel 23, wie du sagst, Gott hat einfach symbolisch geredet, weil Gott hat ja immer wieder gesagt, ich bin dein Bräutigam, oder wie sagt man das, dein Bräutiger, also der Mann, der heiratet. Es heißt ja, dass zum Beispiel, dass die Gemeinde die Braut Christi ist, richtig? Mhm. Das heißt, die Kirche ist Jesus, seine Braut. Und genauso war damals Israel die Braut Gottes. Und alles, was Gott sagen wollte, ist, dass Israel fremd gegangen ist, dass sie anderen Göttern hinterhergelaufen sind, die sind Huren gegangen. Deswegen hat ja Gott auch zu Hosea zum Beispiel gesagt, dass Hosea eine Hure heiraten soll, einfach um zu symbolisieren, was die Israeliten machen, indem sie falschen Göttern hinterherlaufen. Genau das Gleiche sagt Gott auch im Jeremia 31, wo er sagt, ich bin euer Mann oder ich war euer Mann, aber ihr seid fremdgegangen. Verstehst du? Also jeder, der die Bibel mit einem gesunden Menschenverstand liest, wird das verstehen, was ich gerade sage. Keiner kommt auf die Idee zu sagen, ah, Gott will von irgendwelchen Frauen reden, die dann irgendwelche Eselspenisse, weißt du? Aber nur Muslime kommen immer wieder auf solche Ideen. Ja, es ist sogar letztens diese Witzfigur, wie heißt er, Liebe zum Hadith, Liebe zum Takir, wie ich ihn nenne, der hat irgendwie behauptet, von wegen, dass Jesus gesagt haben soll, dass es im Himmel Frauen gibt für uns. Ja, weil er natürlich eine Bibelstelle, Markus, das habe ich auch gelesen, ja. Matthäus 19 falsch interpretiert hat. Also nur Muslime kommen auf solche Gedanken. Warum? Weil sie im Kopf einfach durch den Koran so krass verunreinigt sind. Weißt du, das ist das Problem. So. Aber wie der Bruder gerade sagte, dass man sowas nochmal erklären muss, ist einfach nur noch traurig. Weißt du? Ja. Vielen Dank. Gerne, Bruder. Dankeschön. Tschüss. Gottes Segen. Ciao, ciao. Ah, Mann, Leute, okay. Also ich bin jetzt mittlerweile seit 2 Stunden live. Ich werde jetzt gleich rausgehen, aber bevor ich rausgehe, werde ich nochmal das Evangelium verkündigen, damit jeder, der nicht an Jesus glaubt, gerettet wird, wenn er denn glaubt, okay? Warte mal, ich habe jetzt noch einen Gast. Ja, ich nehme ihn mal kurz. Okay, ist doch nicht, okay. Also, liebe Leute, warum bin ich hier? Ich bin nicht hier, um zu hetzen. Ich bin nicht hier, um euch zu provozieren. Glaubt mir, ich habe andere Sachen zu tun. Ich hätte auch andere Sachen zu tun. Ich muss nicht hier sein. Ja, ich habe eine Familie, ich habe Freunde. ich habe eine Gemeinde. Ich würde jetzt am liebsten gerne FIFA zocken. Ja, ich würde jetzt am liebsten gerne Netflix, die neuesten Serien gucken. Aber stattdessen bin ich an einem Samstag morgen um 9 Uhr live gekommen. Warum? Weil ich Langeweile habe? Nein. Sondern ich bin hier hingekommen,
weil ich will, dass ihr Jesus kennenlernt, okay? Ich möchte, dass ihr den echten Jesus kennenlernt, nicht den Isa aus dem Koran. Der Isa aus dem Koran ist eine Erfindung. Der echte Jesus ist der lebendige Sohn Gottes, okay? Sohn Gottes bedeutet, dass er schon seit der Ewigkeit existiert hat mit dem Vater. Das heißt, auch er ist vom Wesen her Gott. Er ist nicht nur, er war ein Prophet, ja, du hast recht. Vor 2000 Jahren war er ein Prophet, aber er war nicht nur ein Prophet, sondern Jesus ist der Sohn Gottes, der Mensch wurde, um als Prophet zu dienen. Ja, aber nicht nur das, er hatte sehr, sehr viele Funktionen. In der Bibel wird er als die Wahrheit bezeichnet, er wird als das Leben bezeichnet, ja, er wird als Weg bezeichnet, er wird als Hohepriester bezeichnet, als Messias bezeichnet, also Christus bezeichnet. Warum? Er hatte viele Funktionen. Weil es sind Funktionen, die nur er erfüllen kann. Okay, und dieser Jesus wurde auch als Lamm Gottes bezeichnet. Dazu brauchst du nur Johannes Kapitel 1 lesen. Johannes, der Täufer, als er Jesus gesehen hat mit seinen Jüngern, hat er gesagt, guck mal, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Also selbst der Prophet, der vor Jesus gekommen ist, hat erkannt, dass Jesus gekommen ist, um sein Leben als Opfer zu geben, damit die Menschen Errettung bekommen. Okay, er wird als das Lamm Gottes bezeichnet. Warum? Weil er sich geopfert hat für die Sünden der Menschen. Jesus hat Gottes Gesetze erfüllt. Das hat er klipp und klar gesagt, dass es seine Mission war in Matthäus Kapitel 5, Vers 17. Ja, und das hat er erfüllt. Und weil er das erfüllt hat, war er in der Lage, sein Leben als Lösegeld zu geben. Ja, er hat sich geopfert. Er hat unsere Strafe auf sich genommen. Ja, das heißt, wenn wir an ihn glauben, werden wir gerettet werden. Warum? Weil unsere Strafe, unsere Sünde wurde schon gesühnt. Jesus hat schon den Preis gezahlt. Und dieser Jesus hat bewiesen, dass sein Tod nicht einfach so war, dass er nicht einfach, dass sein Opfer nicht abgelehnt wurde oder so von Gott, sondern er hat es bestätigt, dass sein Opfer angenommen wurde. Wie? Indem er am dritten Tag von den Toten auferstanden ist. Weil keiner kann von den Toten auferstehen, außer mit Gottes Erlaubnis. Und wenn Gott diesen Jesus von den Toten auferweckt hat am dritten Tag, dann kannst du sicher sein, dass alles, was dieser Jesus gesagt hat, wahr ist. Und wenn dieser Jesus sagt, dass wenn du an ihn glaubst und du ewiges Leben bekommst, dann kannst du sicher sein, dass er recht hat. Okay, du kannst sicher sein, dass er deine Last getragen hat. Du kannst sicher sein, dass du gerettet bist durch ihn, nicht durch deine Werke, weil du weißt ganz genau, dass du ein Sünder bist. Jeder von uns ist ein Sünder. Aber durch unseren Glauben an Jesus Christus sind wir mit ihm vereint, sowohl in seinem Tod als auch in seiner Auferstehung, als auch in seiner Herrlichkeit. Dazu musst du nur glauben. Das war's. Aber das Ding ist halt, dass die Bibel hat gesagt, dass Satan nicht möchte, dass wir gerettet werden. Satan möchte nicht, dass du mit Jesus vereint wirst. Ne? Und deswegen hat er geplant, schon damals hat er immer wieder geplant, die Menschen zu verwirren durch falsche Informationen, durch Lügen und durch falsche Religionen. Ja, und im Galater 1, Vers 8 wurden wir klipp und klar gewarnt, dass es kein anderes Evangelium gibt, als das, was ich gerade erzählt habe. Und rate mal, was 600 Jahre später passiert ist. 600 Jahre später wurde Mohammed von einem Dämon besucht. Ein Dämon, der ihn dreimal gezwungen hat, etwas zu rezitieren, nämlich die Botschaft des Islams. Ne? Er wurde gezwungen, diese Botschaft zu lesen oder zu rezitieren, wie man es auch immer sagt, und hat dann angefangen zu behaupten, dass Jesus nicht gekreuzigt wurde, dass Jesus nicht der Sohn Gottes ist und dass Jesus ja erst recht nicht auferstanden ist, weder Gott ist und so weiter und so fort. Also der Islam leugnet alles, was Jesus gepredigt hat. Okay, und wenn Jesus recht hat, ne, dann bedeutet es, dass jeder, der Muslim ist, direkt in die Hölle geht, wenn er nicht umkehrt. Ja, und dieser Jesus möchte aber nicht, dass ihr verloren geht, sondern er möchte, dass ihr gerettet werdet. Johannes 3,16 sagt, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott möchte, dass du, genau du, ewiges Leben hast. Und deswegen ist einer wie ich hier auf TikTok. Ja, ich bin ja nicht der Einzige hier auf TikTok, es sind mehrere Geschwister, die genau das Gleiche machen wie ich. Warum? Nicht, weil wir Langeweile haben, nein, sondern weil wir euch die rettende Botschaft überbringen möchten. Wir wollen euch helfen. Wir wollen euch durch die Gnade Gottes nicht retten, aber wir wollen, dass ihr den Weg erkennt durch die Gnade Gottes. Okay?
Deswegen, es ist, ich weiß, es kommt vor wie Provokation, ich weiß, es kommt vor wie Hass, aber ich habe absolut, und Gott weiß, ich habe keinen Hass gegen Muslime, ja, sondern ich habe nur Liebe für sie. Und weil, gerade weil ich sie liebe, möchte ich, dass sie die Wahrheit erkennen und nicht weiter in diese Lüge verfestigt bleiben. Weil der Islam ist nun mal eine Lüge. Muslime dürfen sogar lügen. Und das ist das Problem. Ihr Allah behauptet sogar, der beste Listenschmied zu sein. Ja, und das ist eine Tragödie, dass Muslime, die wirklich gute Menschen sind, die wirklich liebevolle Menschen sind, an so eine dunkle Religion festhalten. Und das ist das Problem, liebe Geschwister. Deswegen bitte, wenn du diese Botschaft gehört hast, dann kehre um zu Jesus Christus. Nur er alleine, nicht Allah, auch nicht Mohammed. Jesus allein ist in der Lage, um dich zu erretten. Okay? Und ich habe keinen Hass gegen Muslime, absolut null. Sondern ich liebe Muslime, ich habe Respekt vor Muslime. Was ich aber hasse, ist den Islam, weil der Islam ist eine falsche Ideologie. Es verblendet die Menschen, sodass sie nicht mehr in der Lage sind, die Wahrheit Gottes anzunehmen. Aber die Menschen, die Muslime an sich, sind genauso Menschen wie ich. Ich bin nicht besser als sie, sondern ich bin genauso ein Mensch wie sie und ich brauche genauso wie sie die Gnade Gottes. Und die Gnade Gottes findet man nur in Jesus Christus. Deswegen bin ich hier. So, jetzt nehme ich alle Gäste an und dann, bevor ich rausgehe. So. Was geht, was geht, was geht, was geht? Gottes Segen dir, Mensa. Gottes Segen an euch allen, liebe Geschwister. Gottes Segen. Ich möchte nur bestätigen, dass das alles stimmt, was du gesagt hast und dass es einen Film zu Hosea gibt, falls ihr den kennt. Der ist wirklich sehr schön und sehr traurig. Hm. Damit will ich auch sagen, dass eben die Bibel einen roten Faden zieht zur Kreuzigung, dass man diese auch versteht, warum sie sein musste. Und diese Geschichte von Hosea, ja, die zeigt halt, dass Hosea ein so richtiges Herz hatte, um Gott zu verstehen. Deswegen hat er ihn auserwählt. Ja, es ist voll arg, weil er musste wirklich eine Hure zur Frau nehmen, nur damit er Gott versteht, wie die Israeliten fremd gehen mit anderen. Das stimmt alles, ja. Auch die hier in den Kommentaren. Er hat sehr viel gelitten und diese Hure, die er auserwählt musste, hat sich dann doch für den Spaß entschieden und wollte zu dem Reichen. Und der hat sie halt so fertig gemacht und wollte sie verkaufen am Markt für ein paar Weizen oder irgendwas. Und keiner wollte sie nehmen. Und letztendlich hat sie der Hosea mit all seinem Besitz, also deswegen heißt es auch Lösegeld, zurückgekauft. Und das ist hier symbolisch auch für die Kreuzigung, ja. Obwohl wir Gott fremd gehen, liebt er uns so sehr und er hat uns mit all seinem Lösegeld wieder freigekauft. Ja, und das symbolisiert, viele alte testamentliche Geschichten symbolisieren die Kreuzigung und weshalb sie sein musste. Weil wir als Sünder uns ständig von Gott eigentlich distanzieren, als Mensch. Ja. Mhm. Und er trotzdem so eine Gnade und Liebe hat, dass er uns freigekauft hat. Ich möchte nur sagen, wie der Film heißt, für jemanden, der das sehen und verstehen will. Ich glaube, der heißt Bedingungslos geliebt auf Amazon Prime. Da gibt es sehr viele christliche Filme, um Gott zu verstehen oder die Bibel. In Netflix gibt es sowas nicht. Ja. Ja, am besten, Leute, lies mal die Bibel, weil bei Filmen bin ich immer so, weißt du, weil man weiß nicht, ob alles, was da ist, wirklich, weißt du. Deswegen, da bin ich immer vorsichtig mit Filmen, aber die Bibel ist halt die sicherste Quelle. So. Also, ich würde sagen, die meisten Filme sind gut für Atheisten. Ja, da geht es um viele Quellen und Beweise über Gott und so. Aber ja, kann man dazu machen. Natürlich auch lesen. Vorerst. Okay. Richtig. Was alles geht, klar. Gottes Segen, Bruder, ja, Aris. Gottes Segen, ich bin im Auto, deswegen schönen Tag euch, danke für deine Arbeit. Bleib stark. Ciao. Ciao, ciao. Was geht, Crudo? Ja, hallo, guten Morgen. Ich wollte eigentlich mal sagen, die Leute eigentlich verstehen das Wort, das Jesus sagt, ich bin, ne? Also bin ich, sagt er. Es ist ja eigentlich, dass das wie Dunkelheit keine Existenz hat auch, ne? Und Lüge hat eigentlich auch keine Existenz, eigentlich nur Wahrheit existiert und nur Licht. Ne? Und das sagt er eigentlich schon, dass er Gott ist, ne? Das in dem bin ich halt. Richtig, richtig, ja.
Und mir hat mein Bekannter mal gesagt, dass jeder Mensch, wenn er geboren wird, eigentlich einen Vater in sich hat. Und wir bekommen halt noch Jesus und den Heiligen Geist. Ne? So ist das eigentlich, wenn der Mensch Wahrheit erkennt, also das ist der Vater, wie gesagt, Jesus sagt ja, keiner kommt zu mir, wenn er nicht vom Vater gesandt ist. Das heißt, wenn der Mensch aus der Wahrheit kommt, erkennt er, dass Jesus Gott ist. Und mit Jesus kommen wir wieder zurück zum Vater auch. Ne? Das ist das eigentlich. Richtig, richtig. Also nur Jesus kann man zum Vater kommen. Ohne Jesus. Genau. Also das ist halt wirklich Wahrheit, weil ich kann es nicht verstehen, wie die Leute sagen, wenn Jesus nicht, wer wird denn gesagt, wem die Wahrheit? Ist Jesus gekreuzigt oder wird entweder die Juden angelogen oder die anderen halt? Ne? Das ist ja, das geht ja nicht. Ne? Ja, Bruder, danke dir. Ja, Gottes Reich segne, ich wünsche dir noch ja, alles Gute für deinen Stream. Bis dann. Danke schön, Bruder. Ja, ciao, ciao. Bruder Mensa. Was geht? Christliche Apologie. Wie geht's dir? Ah, besser von dir. Ja, auch. Ey, Bruder, kannst du mich vielleicht groß machen? Ich möchte dir was zeigen. Ja. Warte. So. Bruder, ich habe mir echt Mühe gegeben, ungefähr das Jahr Rebekka auszurechnen. Mhm. Gell? Weil die Muslime behaupten niemals, sie war 3 Jahre alt. Ja? Mhm. Und auf jeden Fall, ich habe zuerst das hier gemacht, gell? Und dann habe ich gedacht, ja? Ja, genau, ja. Da habe ich gedacht, so, habe ich heute Nacht gedacht, komm, weißt du was? Habe ich am 1 Uhr angefangen, weißt du, habe da Isaac, nicht Isaac, sorry, ich meine Ismael, ach so, ja. Sarah und Abraham ausgerechnet, weißt du, vielleicht kann ich dann noch mehr bestimmen, ungefähr, wie alt sie ist, gell? Mhm. Aber es hat leider nichts funktioniert, aber egal, Hauptsache, ich war einfach bis 6 Uhr morgens dran, ja. Cool. Und, ja, ich kann mal kurz zeigen. Wir sehen ganz klar, Isaac ist geboren in 1. Mose 21,5. Er wurde bis 3 Jahre gestillt. Das sehen wir in 1. Mose 21,8 und 2. Makkabäer 7,27. So. Wir sehen in 1. Mose 22,12, dass Isaac Knabe genannt wird. So, jetzt müssen wir Knabe definieren, wann das anfängt. Wir sehen ganz genau bei Samuel, als er dann entwöhnt wurde, also gestillt wurde, nachdem ist er dann in den Tempel gegangen. Ja? Das war dann ab 4 Jahre, also von 4 bis 19 kannst du ein Knabe sein im Alten Testament. Weil in 4. Mose 1,20 steht, also in 4. Mose 1,20 steht, dass du ein Mann bist, wenn du 20 Jahre alt bist und kriegstauglich. Ja? Davor bist du aber immer noch ein Knabe. Wir haben Lukas 2, 41 bis 52, Jesus wird Knabe genannt mit 12 Jahren. Wir haben 1. Samuel 17, 33, ja, da steht, dass David ein Knabe ist, ja, Narr. So. Mhm. Jetzt gehen wir einfach voraus, man muss halt, es kann auch sein, dass jetzt er 16 gewesen ist, wo Abraham ihn opfern wollte, oder 15 oder 19, ja, aber es ist halt nur eine ungefähre Rechnung, ja. Wenn wir jetzt gucken, in 1. Mose 22, 23, ja, dass Rebekka geboren wurde und wir schauen, wie alt sie war, als Sarah starb, ja, in 1. Mose 23, 1, Vers 16 und Vers 20, ja, da war Rebekka 22 und Isaac war 38. Ja, warte mal ganz kurz. Oh, ich bin da verrutscht. Auf jeden Fall, da steht halt, dass er mit 40 sie geheiratet hat. Isaac, habe ich gerade gesehen, sorry. Habe einen Fehler gemacht. Auf jeden Fall, dann ist es hier gewesen. Ja, dann ist Rebekka 24. Ja. So, ich bin nur aussehen verrutscht. Tut mir leid. Ja. Aber das mache ich noch ein bisschen verbessern. Ja. Aber mit welcher Werte arbeitest du? Also, wie findet diese Berechnung statt überhaupt? Sind da irgendwelche halt, Formeln dahinter oder wie? Ich habe einfach mal geguckt, weißt du, Bibelstelle alle, weißt du? Mhm. Und dann halt, was ein Knabe ist, ja, was in der Bibel als Knabe bezeichnet wird. Das musst du ja definieren, weißt du? Wir sehen ganz klar in der Bibel 4 bis 19, ja. Mhm. Und dann ab 20 bist du halt ein Mann. Und wenn wir halt ganz genau gucken, ja, dann war sie halt 24, ja. Ja. Nee, vor allem diese Stelle, ne?
wo du meintest, dass sie geboren wurde, ne? Also 1. Mose 22. Das, ist ja, das ist ja der Fehler, den die Muslime machen, wo sie dann davon ausgehen, dass sie dass da geboren wurde. Aber das ist ja aus dem Text gar nicht hervorzunehmen, dass sie genau da geboren wurde. Ja, das stimmt schon. Ja, man kann sagen, es hat nur eine ungefähre Rechnung. Man kann jetzt sagen, ja, das ging halt noch 5 Jahre oder so, weiß ich meine, oder keine Ahnung. Dann, aber auf jeden Fall, das ist ja nur eine ungefähre Berechnung. Und es ist ja eigentlich ganz klar, dass sie halt nicht 8 oder 4 war, oder keine Ahnung, 4 war, ja, 3. Und ja. Richtig, richtig. Das ist halt also ungefähr Berechnung. Ja. Stark, aber starke Arbeit wurde, ne? Mit 6, ich habe echt wirklich 10 Stunden gebraucht für das, ohne Witz jetzt. Ich glaube, ich hab gerade ein Video gesehen. Du hast ja ein Video gepostet darüber, ne? Ja, genau, Story habe ich gepostet. Ja, also ich habe gesehen, ich hab gesehen, ich dachte mir krass. Aber du meintest irgendwie, du bist noch nicht fertig oder so, deswegen dachte ich mir, okay, ich warte noch. Ja, genau, ich war nicht fertig und. Respekt, ja. Alter. Respekt. Siehst du, Leute, das ist es, weißt du, dass man sich hinsetzt und seine Zeit investiert für die Wahrheit. Ja, das ist ein Beispiel. Okay, er saß 5 Stunden lang oder von 1 Uhr bis 6 Uhr, um die Wahrheit zu erfahren, um sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Nicht wie manche andere, die irgendwelche Widersprüche googeln und sich nicht mal mit den Bibeln beschäftigen und dann einfach in irgendwelche Streams reingehen und irgendwelche Müll von sich geben. Ja, nicht so, sondern genau wie der Bruder das gerade macht. Das ist der Weg. Okay, das ist die richtige Art und Weise, dass man sich hinsetzt und sich damit beschäftigt. Also deswegen, Respekt an dich, Bruder. Danke. Also, das war Arbeit, Bruder. Und Leute, ihr könnt alle auf sein Profil raufgehen, wenn ihr Bock habt. Also ich glaube, er hat ein Video darüber gepostet, dann könnt ihr euch nochmal angucken. Ja, warte, ich kann noch was anderes zeigen, was ich gemacht habe. Ja, wenn ich Bruder, darf. Ich muss in 1 Minute raus. Egal, geht nur 1 Minute, passt, Bruder. Okay, wenn es geht. Ja. Warte, Bruder. Ich hoffe, ich finde das ganz schnell. Ach, wieso geht, warte. Ja. Wenn nicht, kannst du ja später zeigen. Ich bin später nochmal live. Also, passt schon. Warte, ich hab's. So, weißt du, ich interessiere mich sehr gerne für die Manuskripte, Manuskripte, Bibelverfälschung und so weiter. Ich mache auch sehr viele Videos dagegen, dass eben das nicht ist, gell? Und ich mache noch mal kurz an. Ich habe zum Beispiel eine ganze PDF gemacht zu 1. Timotheus 3,16, ja. Textkritiker, was sie denken, Bezeugung der Lesarten, Kirchenväter. Oh, warte, mein Laptop ist ein bisschen kaputt. Ja, auf jeden Fall 18 Seiten, ja, weil die Unitarier sagen immer, der erste Leser war, er wurde offenbar im Fleisch. Und dann haben die Trinitarier das geändert zu Gott wurde offenbar im Fleisch. Aber es ist genau umgekehrt gewesen, dass der erste halt Gott gewesen ist und die Arianer das verändert haben, ja. Und das steht halt alles da drin, mit Quellen, mit Kirchenväter, wie das zitieren, aus dem 1. Jahrhundert schon, mit Gott wurde offenbar im Fleisch, ja. Und das mache ich gleich auch mit dem Kommunionium. Ich mache auch ein Kommunionium, dass das eben zur Bibel gehört und ja, da bin ich gerade dran. Und halt das mit Rebecca jetzt, ja. Ah, krass, ich habe mir neulich auch ein Buch darüber bestellt, über diese ganze Textkritik-Sache. Also ich bin noch nicht fertig, ich bin noch mittendrin. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Thema. Auf jeden Fall, ja, das ist mein Lieblingsthema eigentlich, ja. Okay, hast du das studiert oder was? Da machst du das alles nebenbei? Einfach beschäftigt halt, Bruder, weißt du? Weil ich habe so viele Seiten mit Manuskripte, älteste Manuskripte, das hier, das, mit Kirchenväter noch und ich habe echt 1000 Seiten gefühlt und ich habe mich einfach mit dem beschäftigt halt und es ist schon wichtig, weißt du, dass man gegen Muslime argumentieren kann und wir sehen ganz klar, also wenn ihr guckt meine Videos, also ohne Witz, ich habe die so auseinandergenommen mit Verfälschung und so, also das ist gar nicht so, ja, also könnt gerne mal alles angucken, ja. Ja, Bruder, okay. Danke dir. Danke für deine Arbeit und der Herr segne deine Arbeit. Und, ja. Deine Arbeit ist auch gut. Okay, ich gehe wieder raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag. Gottes Segen euch. Gottes Segen. Und der Herr mit euch. Ja, ciao. Amen. Ciao, ciao. So, Leute, in dem Sinne werde ich mich auch verabschieden. Mensa, welches Buch liest du? Warte mal, ich kann das mal schnell einblenden. Also ich lese gerade sehr, sehr viele Bücher, aber ich blende es mal kurz ein. Vielleicht, falls es euch interessiert, könnt ihr noch
euch besorgen, keine Ahnung. So, das hier habe ich besorgt. Das nennt sich Pergamentum Papyri, das große Puzzle der ältesten Bibelhandschriften. Also das beschäftigt sich mit den ganzen Manuskripten und so weiter und so fort. Also ich bin hier angekommen bei P62. Warte mal, da sind noch ein paar interessante anderen. Warte. Also da ist auf jeden Fall alles Mögliche über die ganzen ältesten Manuskripte, P52 und so weiter und so fort. Ne? Hier P52, P46 und so weiter. Ja, ich bin gerade hier und ich habe noch andere Bücher, aber das ist noch alles erstmal geheim. Wenn ich durch bin, werde ich jetzt euch verkündigen. Und dann könnt ihr selber nochmal nachlesen, wenn ihr wollt. Aber ja, damit beschäftige ich mich momentan. Zeig mal Cover. Warte mal nochmal. Hier. Pergamentum Papyri. Das ist sehr gut, wirklich. Also das, was ich bis jetzt gelesen habe, ist sehr, sehr gut, Leute. Wirklich. Also ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, das ist ein sehr, sehr gutes Buch. Also falls ihr euch dafür interessiert, für diesen Stoff, könnt ihr euch besorgen. Also ich kann sagen, das ist auf jeden Fall auch für Anfänger, weil ich bin ja selber, ich habe nicht so viel Ahnung über die Manuskripten und es ist sehr, sehr hilfreich, wenn du nicht so tief in diese Materie bist, ist es ein sehr, sehr guter Einstieg. Genau. Meinung zu Orthodoxen. Ja, was soll ich zu dir sagen? Also sind meine Geschwister im Glauben, ne? Aber klar, wir haben Glaubensunterschiede, aber ich habe mich mit Orthodoxie nicht so krass beschäftigt und von daher kann ich zu deren Lehre nicht viel sagen. Ich persönlich halte an Sola Scriptura fest. Ich weiß, dass sie das ablehnen und ja, sollen sie machen, das ist deren Sache. Aber ich will mich auch ehrlich gesagt nicht in das Thema reinquetschen, weißt du, mit dieser ganzen Orthodoxie und Katholizismus und Evangelikale und bla bla bla. Ich investiere meine Energie an Muslime. Ja, das kostet genug Kraft. Ich möchte jetzt nicht auch noch mit Orthodoxen debattieren. Das kann ich nicht. Also ich habe diese Zeit nicht und ich habe mich auch nicht genug mit ihrem Stoff beschäftigt. Deswegen halte ich mich da sehr, sehr zurück. Ja. Aber wie gesagt, ich habe Respekt vor ihnen, weil die beschäftigen sich viel mit kirchlichen Geschichte und das kann man auf jeden Fall respektieren. Welche Bibel hast du? Schlachter 2000. Schlachter 2000 habe ich. Genau, Schlachter 2000. Warte mal, habe ich noch irgendwelche Fragen übersehen? Bist du Katholik? Nee, ich bin evangelisch. Genau. So, falls ich keine Frage übersehen habe, würde ich mich jetzt verabschieden. Ja, Schlachter 2000 ist wirklich top. Also kann ich wirklich jedem empfehlen. Auf jeden Fall, ich bin heute Abend wieder live. Gegen 21 Uhr bis 0 Uhr, okay? Wenn ihr Bock habt, kommt rein. Ansonsten Gott segne euch. Pass auf euch auf. Und weißt du, dass Martin Luther Rosenkreuzer war? Was hat es denn damit zu tun mit seinen Dings hier? Also Martin Luther kann von mir aus ein Mörder gewesen sein, genauso wie Paulus. Aber wenn seine Bewegung, was er bewirkt, positiv ist, ne, dann geht man nicht auf... Das, guck mal, Leute, das ist ein sehr, sehr schwaches Argument, wenn man anfängt, auf die persönliche Ebene zu gehen. Ja, es geht nicht um die persönliche Ebene. Es geht nicht darum, was er bewirkt hat. Wenn das, was er bewirkt hat, am Ende dazu führt, dass Menschen zu Gott finden. Also wenn jemand sagt, dass man Gottes Wort ernst nehmen soll und dass man durch die Gnade Gottes gerettet wird, was ja biblisch ist, ne, dann bringt es ja keinen Sinn, jetzt auf deine Person zu gehen, weißt du? Weil keiner von uns ist ja perfekt, aber es geht darum, was er gelehrt hat. Deswegen, klar, egal, lange Rede, kurzer Sinn. Lange Rede, kurzer Sinn. Gott segne euch alle. Und siehst du, das ist genau der Grund, warum ich mich in diese Debatte nicht mit reinbringen möchte. Weißt du, das ist genau der Grund, warum ich das nicht mache. Weil man wieder anfängt so, weißt du, also ich beschäftige mich mit unseren lieben Muslimen und überlasse diese Debatte von Katholiken und Orthodoxen andere Geschwister, die dafür die Zeit haben. Aber ich persönlich habe die Zeit nicht, weil ich noch andere Sachen zu tun habe. Ansonsten würde ich das vielleicht machen. So, Gottes Segen euch allen, pass auf euch auf und genau, bis später, ja, bis heute Abend. Ciao, ciao. Gottes Segen.